Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu South Park. Nachdem mir mein Rechner jetzt abgeschmiert ist und ich alles neu machen musste, bin ich froh, dass hier noch alles ist. So, ach, wir haben eine Aufwertung. Haha, habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Habe ich gar nicht gesehen, Was machen wir denn? Betäubziele. Na komm, hier. Ach, geht ja noch gar nicht. Doch. Haha. Ja, mit 5, also noch einen weiter, dann kriegen wir das nächste. Jetzt habe ich nicht nachgedacht gerade, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir hätten es eh machen müssen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Oh, Simon und Amber. Stimmt. Ja, ich musste nochmal hier die 2 Meter hier laufen von da vorne, weil das war auf einmal alles weg. Was hat das mit diesem Pupu auf sich? Gib mir dein Pupu. Und dann gehen wir mal hoch. Mal gucken, ob die Krebsmenschen jetzt begegnen. Bin ich ja mal gespannt. Okay, nein. Hallo? Wow! Nee, dann müssen wir nochmal runter, so letztes Mal auch tut. Weil ich nämlich... gucken muss... wo der andere Hanky ist. Laufen wir mal zurück. Ich hoffe, jetzt sind hier keine Feinde, dass wir in Ruhe weglaufen können. Hey, habe ich die nicht geöffnet? Oh doch, sieh dir. Das meinte ich. Ich musste dieses kleine Stück noch zurückrennen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich da reinkomme, ne? Ich denke mal, dass wir später hier einfach hoch müssen oder sowas. Hoch müssen sei schon, dass wir eine neue Fähigkeit bekommen. Aber erstmal gucken, wo wir den anderen Bengel finden. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Ist hier weiter? Ach, von hier kamen wir, oder? Nee, wir kamen von hier unten. Oder liege ich jetzt falsch? Da liegt immer noch das Item, was wir... Zack, zack. Hier liegen sogar die Items noch, die wir letztes Mal nicht mitnehmen konnten. Zack. Wo könnte der andere Bengel sein? Aber wir können ja erstmal gucken. Oder waren es nur 2 Kinder? Nee, Hanky hatte doch mehr, oder? Können wir mal... Put that face down. 2 haben wir, fehlt also nur noch einer. Gucken wir uns nochmal um. So, hier war einer. Hier unten war ja der eine, das eine Kind von Mr. Hanky. So, dann sind wir hier lang. Hier haben wir auch diese Penner umgesiedelt oder was auch immer das waren. Da war das Item. So, dann müssen wir ja hier runter. Joho! Mr. Hanky! Na, dann geht's ja nur hier lang. Das ist ja... merkwürdig. Oder wir begegnen ihm echt noch, den kleinen Jungen. Oder dieses Häufchen da hinten hat was damit zu tun. Falls einer von euch das weiß, schreibt es mir einfach. Echt komisch. Aber das ist es ja. Das ist ja der Weg, den wir gehen müssen. Das heißt, ich muss bestimmt irgendwas vorher erledigen. Weil dadurch kriegen wir dann, denke ich mal, people taste like crab. Mr. Krabs. Ach, doch, warum zu schreien? Da ist sogar... Wie komme ich hier rein? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. So. Wir gehen einfach hoch und machen mal die Story weiter, denke ich mal. Weil... diese epische Musik. Da, da. So, und weiter geht's. Ja. Thank you.
Was laufe ich eigentlich so verwirrt rum, ja? Lass mal gucken, so, Quest. Rekrutier. Ach genau, das sollten wir machen. Auf zur Schule. Halt, warte mal. Wir mussten ja nebenbei, mussten wir auch noch die Kiddies finden, ne? Vielleicht haben die sich hier einfach... Da oben ist ein Pokémon. Habt ihr es gesehen? Ich hab's jetzt erst gesehen. Huch. Rob Schneider is a Wall Street executive with everything going for him. Only problem is, he's about to become a carrot. I'm a carrot. It's 24 carrot comedy. Rob Schneider is a carrot. Na, ich glaube, hier ist nicht mehr. Also, ob wir hier jetzt rumrennen oder nicht, ich glaube, das ist Boogie. Boogie. Rob Schneider was an animal. Then he was a woman. And now, Rob Schneider is a stapler. And he's about to... Oh, Mann. Aha. I like the stapler. I thought it was some of Rob Schneider's better work. Rob Schneider's better work. Und da gehen wir weiter. Lalalala, nicht da reinfallen. Hey, Kid. There's some weirdo hanging up. Ein Weirdo. Hä? Ach stimmt, das war ja die Geschichte. So, Schule, 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 Schule. Ab zur Schule. Wir nehmen mal den, schnelle Variante. Stimmt, die Kids waren hier hinten, ne? Holen wir uns mal starke Verbündete. Sprechen wir gleich mal mit ihm. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair! Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Okay, aber sehe ich so nicht schon echt, ich meine, ich sehe normal aus, ne? Eine Raumfahrtuniform, Aluhut, Schlamm im Gesicht. Beweist sich den Goth Kids. Finde ein paar Zigaretten. Finde etwas Kaffee. Kauf Gothic-Klamotten. So, wo müssen wir denn dafür... da kam noch was. Kauf Gothic-Handschuhe. Eine Gothic-Mütze. Ha, kommt jetzt noch Hose oder so? Nein. So, wo müssen wir denn dafür hin? So, huch. Ups. So. Was haben wir denn hier? Da müssen wir also die Straße hoch. Das machen wir jetzt. Aber wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, ja, dann rennen wir, machen wir einen Abstecher am See vorbei. Weil da waren noch überall auch diese Port-Teile, die wir jetzt benutzen können. Halt. Zack. Nicht die Sonde. Uns geht's gut. Ach doch, klar brauchen wir die, Mensch. Was laber ich? Okay. Schaltkreise, was ist das denn? Verursacht 10% mehr. Ist ja cool. Cool. Nein, wir möchten nicht in den Wald schon wieder. Das hat mir beim letzten Mal gelangt, wo wir dann nicht mehr rausgefunden haben. Hier brennt's. Oh mein Gott. Ich will nur noch mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Hey. This place is dark and scary. What if you never found me? Tja, das wäre nicht gut. Aber wir haben schon mal 2 Kinder. 2 von 6. Ja, das heißt, jetzt müssen wir kommen hier. Timmy Express nehmen wir jetzt. Fahren wir da hin. Yo, Timmy. Vollgas voraus. Oh, Ironie, hier ist noch. War das gerade da? Ist doch ein Henke gewesen. Bye, Kleine. Ist das nicht?
Huch, Entschuldigung. Schade, ich hätte gedacht, jetzt haben wir Tatsache aus Glück noch den anderen Hanky gefunden. Oh, you want some of this? Wir brauchen Fight mit dem Elf. Aber schon lange nicht mehr gehabt. Komm her, Bauschmutter. Ja, 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 genau, Bartos. Ah. Schnell ein paar Baseballkarten abziehen. Etwas abziehen. Feel my righteous fury. Ich finde, die Attacke ist so unglaublich stark. Ich kann es nur immer wieder sagen. Unglaublich. Gewonnen! Yay! Ich meine, hey, wir haben ihren Chef besiegt, ja? Gibt uns... Und ein paar Elfenohren. Danke! So, besorgen wir jetzt erstmal die Kippen. Last cigarette. You guys got more? Get lost, kid. We're trying to smoke here. Ich will eine Zigarette haben. Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Ah! Ah! Die lassen sich auch nicht reizen, ne? Jimbo's Guns. Ach so. Da wurde gerade falsch angezeigt, wo wir sind, ne? Haben wir sonst noch was hier? Bevor ich hier reingehe? Okay, wieder nur diese komischen Ratten. Die Viechers. Zack. Oh, Katana. Käsebällchen und Kuchen haben. Irgendwie kriege ich gerade Hunger. Hey, na? Habt ihr ein paar Kippen für uns? The guide to South Park Wildlife is everything a hunter needs to know about the beasts of Central Colorado. Got some things for sale might help your hunting. Interest? Ja. Was ist das? Das wilde Leben von South Park. Nee, das will ich nicht kaufen. Jawohl, eine Armbrust. Super Katana. Langschwert des Kriegers. Waffenaufsätze. Wäre 15% mehr Schaden ab. Nee, das brauchen wir nicht. Wo kriege ich denn? You remind me of a guy I served with in Nam. Ouch. Ah, da oben sind bestimmt die Kippen. Zack. Benötigt Jimbos Schlüssel. Ja, wie kriege ich denn jetzt Jimbos Schlüssel? A guide to South Park Wildlife is everything a hunter needs to know about the beasts of Central Colorado. Got some things for sale might help your... Wie kommen wir an seinen Schlüssel? Das ist auch so geil, das Vieh. Wie kriegen wir jetzt Jimbos Schlüssel? Gucken wir erstmal weiter. Ah, jetzt auf einmal geht's, oder was? We will kill them with compassion. Magie. Nein. Komm, die hintere machen wir eh mit Butters. Ich hätte vielleicht so schlau sein sollen und wieder. Hätte er nicht Schneebälle werfen sollen. Das hat ihn schon mal gut wehgetan. Zack, zack, zack. Wow. Nierenschlag. Nicht die Nieren. Nicht immer die Nierchen. Ach komm, wir hauen ihn um. Zweimal bluten schon mal perfekt. So, Machttrank drin. Und jetzt kriegst du einen heftigen Donnerschock. Die zweite. Beide ausgenockt, noch einer im Spiel. No, 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 no. Beides abgewehrt, sehr schön. Und jetzt dein finaler Schlag. Ach komm, Butters, dann hau du ihn um. Mach ihn fertig. Oh. Zack. Genau, gib uns eure Kippen. Mussten wir die gar nicht von drin holen? Nehmen wir erstmal die Rowdies aus hier. Oh, ein Zippo-Feuerzeug. Das ist ja cool. Ich bin neugierig. Ich will jetzt mal in diese Bar. Gucken, was hier drin ist. Weil da dürfen wir als Kinder ja auch rein. Ach, der Lumpen. Ist das ein. Tatsache! Ich hab gerade nur das Bock dahin geschmissen. Hier, das Assi-Bier.
coole Nummer. Na komm, quatschen wir mal mit ihm. Well, well, you supposed to be some kind of knight of the round table? Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Skeeter. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with Her Majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Skeeters Kellerschlüssel, das werden wir auch gleich machen. Kann ich auch mit ihm quatschen hier? Nee, geht leider nicht. Aber den Keller. Machen wir halt noch so eine kleine Nebenmission.